Dabei ist wichtig, die Maschine immer parallel zur Bürste halten und vom Winkel her rausgehen. Rausgehen. Nicht hoch, dann komme ich hier zu kurz. Natürlich arbeitet man nicht mit irgendeiner Profischere für 2.000, 2.500 Euro aus Damaststahl, sondern einfach eine günstige, eine deutlich günstigere aus der Drogerie. Am besten halt nicht gerade die vom Hund oder keine Nagelschere, aber eine bessere Schere. Die Mode ist ja so, auch in der Wintersaison 2020-21, dass eben Ombre angesagt ist, das heißt dunklere Ansätze, in den Längen eher heller. Die grauen Haaransätze, die blitzen einfach raus und irgendwann hält man es nochmal aus, weil ja auch man weiß nicht, wann, wie lange ist zu, wann dürfen die Friseure wieder öffnen. Wichtig ist, nicht zu dunkel gehen, weil der Friseur, wenn es dann ausbessert, dunkler geht immer, dass der drauf geht und dann Ansätze zu den Längen hin ausgleicht.